something over there. Oh, Erdhaufen. Pfeil des Inmata. Fuck. Hab ich eine Schaufel irgendwo? What's next? Oh, warte mal, da ist so eine Schaufel. Let's get going. What path lies before me? Hä? Auf jeden Fall wissen wir, was da überall drin ist. Rezept freigeschalten. Da ist ein Spiegel, verzierter Spiegel. Schau mal, was die Skelette noch so hergeben. Kurzschwert. Langbogen. Schauen wir doch mal, was der Spiegel so kann. Schnell speichern. Der Spiegel begutachtet, um seine Magie zu verstehen. 10 plus 1. 20. The magic is old and wavering, but you recognize it. The mirror is a thinking lock, hiding some secret. The face is crafted to be pleasing, but the personality is just a reflection of the wizard that created it. Speak your name. Draw, ich bin Erschatten Merodan. I do not know this name. If you are known to my master, step forward and declare yourself an ally. Ja, ein Verbündeter des Meisters. Only a true ally of Illantoth may pass. What think you of the Zolkir known as Zastan? You remember stories of Zastam, a powerful lich in Thay who made deals with the dark gods. Ist ein großer, mächtiger Anführer? You will be purged. Okay, laden. Ja, wo soll ich wissen, ob der Spiegel das gut oder schlecht findet, Mann? Scheiß Spiegel. Wobei ich vielleicht halt mal schauen können, was jetzt passiert, Alter. Weckt ihr die ganzen Toten auf? Die Hälfte haben wir eh schon weggemäht. Von mir sind doch lauter Untote. Ich dachte, der wäre dann gut dafür oder so. Na, ich hätte vielleicht das Buch richtig lesen sollen, ne? The face. Speak your name. If you are known to what? You remember stories of Zastam. Widerliche Lich möge noch 1000 Tode sterben. But are you one? Gute Frage. Tell me, why might one use balsam ointment? Balsam zur Wundreinigung. Acceptable. Finally. If you could see anything in me, what would it be? Die Seen, die ich liebe. Ich würde nach einem Zauber suchen, der mich von diesem Wurm befreit. You seek to survive. You seek power. Be welcome. A well-guarded laboratory. What were they hiding down here? Ach du Scheiße!
Nekromantie von Thai. Das ist Necronomicon? Ah, shit, das sind Gargoyles, ne? Armschienen der Verteidigung. Bonus plus 2 auf Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung und keinen Schild trägst. Kristallkugel. Kann ich die mitnehmen? Oh, ich dachte, er macht irgendwas mit dir. Wow. Stoffbär. I doubt a bear this size went down without a fight. Also da hinten geht's. Achso, nee, das ist das andere Ding dann. Mondhafen-Logbuch. Buch geführt mit Seiten über Seiten, Beobachtungen zu Reisen und Dorfbewohner. Du blätterst zu den letzten Seiten. Eliasis, Oliver Singh, Händler, Ankunft, Mondhafen, Fremder, Name unbekannt, auf Durchreise, nicht tianisch. Drei Männer in schwarzer Rüstung auf Durchreise. Geselle auf Durchreise, Überfall, Soldaten in schwarzer Rüstung, einiger Schaden. Nicht tianisch, aber gefährlich. Der Nachtal, der Schlüsseljuwel des Buches ist verschwunden. Vertraute angewiesen, meinen Lehrling zu beobachten. Singh auf Durchreise, kein Zwischenstopp. Vertraute berichtet, dass Lehrling bei Brunnen verschwunden ist. Werde untersuchen, Nachtal, Überfall, selbst die Soldaten wie zuvor, Dorfbewohner entführt. Rauch im Horizont, Überfall. Durchsuche den Keller. Stiftrolle, Federfall. Rubrum, Kol... Irgendwas. Zur Verwandlung von Metallen, Rezepten für Kriegsmaschinerie. Heiltrank irgendwo? Nee. Ah, da ist ein Geheimgang durch zum Ding wieder, ne? Okay. Jute Sack, armselige Kleidung. Na, danke. So war ja da nichts mehr, ne? Weihrauch. Das haben wir da gelesen. Also kann sein, dass der Lehrling im Brunnen gefallen ist, ne? Forschungsnotizen. Tote erwecken, Misslungen, zu lange tot, Leiche verwest, Wiederbelebung, Misslungen, als Ghoul zurückgekehrt, musste wieder getötet werden. Toten sprechen, Misslungen antwortet nicht hilfreich. Klonen, Wiederbelebung und Klonen, Misslungen, Auferstehung, wahre Auferstehung. Ich bin an die Grenze meiner Fähigkeiten und Ressourcen gestoßen. Das Buch verspricht Hilfe. Soll ich es wagen? Größerungsglas. Kann ich dann mit dem Toten sprechen? Nee, geht nicht. Marmorplatte entschärfen. Boah, 15. Nee, göttliche Führung brauche ich nicht. Ah, oh, Glück gehabt. Oh, ich hätte wohl eher die Marmorplatte entschärfen sollen. Boah, shit, ey.
fest. The book is locked tight with no visible keyhole. Only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. A cursed book? How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Bereit ist zu zerstören, das Buch einstecken. Ah, rundenbasierter Modus, allgemein Tutorial. Hä? Eager for battle. Indolence breeds madness. My faith will guide me. No rest for the wicked, I see. No one's stopped me yet. What am I to do? Ah. Looking ahead. Should mind my step. Aber was soll ich dann benutzen, um das Buch zu öffnen? Flaschenregal. Also wir müssen auf jeden Fall in den Brunnen nachschauen. Aber krass, was wir da gefunden haben, finde ich ja geil. Und das schaut halt echt voll aus wie so ein Necronomicon oder sowas. Ist da irgendwo ein Brunnen? Der Korb. Verfaulter Pilz. Ne, sollte ich vielleicht nicht mitnehmen, sowas. Kessel. Achso, wir sind wieder in dem Haus, nur auf der anderen Ebene. Da ist der Brunnen. Okay, Spiel speichern. Irgendwann müssen wir mal wieder löschen, aber jetzt schauen wir erstmal in den Brunnen. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. In den Brunnen spähen. Ja! Sehr gut. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Am Eimer soll ich hinunterklettern. Those webs are all end up as a meal. Oh, sind da Spinnen drin? Spinnen jetzt über mir. Stehlen? Frage, auf welcher Stufe sind die Viecher? Kokon aus Spinnenseite. Oh. Something didn't like that. Ether Cup? Fast
Phasenspinne. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Dinger nicht anlangen soll. Hä? Forschungsding? Eingeweide. Stiefel des Spinnenschritts. Immun gegen eingesponnen. Aber wir wird durch eingesponnen. Okay. Das wäre dann aber auf jeden Fall was für die Dinge, ne? Athletisch plus 1. Jetzt Bonus plus 2 auf Rüstungsklasse. Nekromantie von Thai. Es ist nicht zu spät. Ritualdiagramm. Ein Pergament gezeichnet und stellt ein Ritual da. Transistenz. Spinne um einen Elf mit Übersetzung. Okay. Weidetruhe. Alter. Flatter das Tagebuch. Hast du dich gezeichnet? Diagramme von Spinnen und Zauberrunen. Schriftungen sind größtenteils verschlüsselt, abgesehen von den wenigen Passagen am Ende, die zur zittrigen Gemeinsprache verfasst sind. Meine Ergebenheit spüren, es zieht sie an. Ich höre sie in den Schatten, das Flüstern der dunklen Mutter. Beim Aufwachen habe ich eine Spinnenseite eingewickeltes Geschenk gefunden. Ein paar Stiefel, sie stammen von der Leiche eines Ketzers. Los hat ihre Töchter geschickt, um meinen Glauben zu belohnen und zu lassen, dass ich am rechten Ort bin. Noch ein Geschenk, die Leiche eines Drow. Sigillen zieren sein Gesicht, ein Arachnomad. Nomant, er besitzt die Macht, die Gestalt einer Spinne anzunehmen. Das ist eine Nacht. Nicht ein Ruf, mein Blut trocknet schon auf dem Dolch, ihr gesegnetes Abbild in meine Haut geritzt. Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Brief aus Kerzenburg. Oh, ich bin schon wieder zu schwer. Das muss ich alles irgendwann mal verhökern. Nach Gewicht. 1. Dunkler Verstand, das könnte man eigentlich schon lange mal weghauen, ne? Fallen lassen. Blutiges Tagebuch, da ist ja nochmal was. Tagebuch mit Spinnenweben. Wegen ein blutgeschriebenes Loblied auf Los war, ist die rote Schrift im Buch an vielen Stellen verwischt und durch eine andere Handschrift ersetzt worden. Ich erinnere mich an mein Leben an der Oberfläche mit mehr als nur Bedauern. Ich weine um die Jahrzehnte, die ich in trüber Wehleidigkeit vergeudet habe, während meine wahre Königin in den Schatten wartet. Selbst mein Name Eliette klingt fremd und falsch auf meiner Zunge. Ein Hochelf, die von Los selbst zu hören berufen wurden, meine Drow-Hescher begreifen es nicht, aber ich erkenne in allen Visionen, die mir die Spinnenkönigin schickt, den Untergang ihrer Häuser. Wenn der Tag kommt und der namenlose Welpe eines unbedeutenden Hauses die Kehle der Matrone aufschlitzt, werde ich fliehen. Ich werde die Einsamkeit suchen und Los mit ganzer Seele verehren. Zeit ist gekommen. Ich werde für immer dieses verräterische Fleisch zurücklassen und mich nach dem Abbild der Königin neu erschaffen. Länger an diese niedere Form gebunden sein. Diese einfache Gestalt aus Organen und Knochen. Selbst die Arachnomaten Menzoberranza werden zu meinen Füßen auch einen. Die kleinen Zauber so schwach und vergänglich. Heute habe ich das Haus von Los gefunden und werde zu seiner Matriarchin werden. Okay. Also hat der Typ sich in eine Spinne verwandelt oder was? Oh, that took the edge off. Alter, überall. Ether Cup.
Das schreit nach Abspeichern. Wenn wir auf diese Spinnen gehen. Ah, shit. Aber die sind da überall, ey. Spurten. Wo gehen da hin? Ether Cup. Oh, shit. Alter, das ist einfach zu übel, Mann. Vor allem, weil die halt grundsätzlich alle erwischt. Ah, Knisterknarz. Hätte ich mal ein Mikro ausmachen können. Eieieiei. Schauen Sie, Rune kämpfen im göttlichen Kampf von Finster und Licht. Ey, diese Multi-Angriffe sind schon echt übel. Und dann kann die Sau halt einfach auch noch diesen Äther-Ding machen, Alter, wo sie einfach... Ja, das Zeug habe ich da abgelegt. Wo ist denn das andere Ding eigentlich hin? Let's make this quick. Get out!
Wie die einfach abhaut. Feige Sau. Hier Angriff Nahkampf. Ah, komm schon. Sehr gut. Wenn ich das mache, brennen die Flammen dann auch. Die. Ja, genau. Oh, scheiße. Das war keine geile Idee. Let's go. What do I have to lose? Don't know. Sehr gut. Kann nicht im Kampf gewirkt werden, scheiße. Feige Mistsau, Alter, du kannst jetzt mir los. Komm her. Sie vergiftet, befallen. Ah, okay, ist schon weg. Alter Schwede, ey. Tagebuch des Lehrlings. Lesen. Ich möchte klarstellen, dass ich meine Heimat verlassen habe, weil mich der Bund zu meinem Meister dazu gezwungen hat und nicht, weil ich es wollte. Gäbe es den Schwur nicht, wäre ich noch immer zu Hause und würde den Zulkiren dienen und nicht Schweinepocken in diesem primitiven Weiler behandeln. Aber Schwur ist Schwur und ich werde ihm dienen, wie es mir eine Pflicht ist, und bis er mich entlässt. Frühere Tagebucheinträge sind feiner und schöner Handschrift verpasst, die immer gröber und breiter werden, je seit du umblätterst. Am Ende steht nur noch ein hastig niedergeschriebener Eintrag. Sie haben es getan. Die dunklen Justiziare haben den alten Bastard erwischt, bevor ihn die Kirche in die Finger bekam. Jetzt verblutet er und sobald er tot ist, bin ich von meinem Schwur befreit. Ich bringe das Buch der Nekromantie zurück, das er gestohlen hatte. Dann werden sie mir vergeben und wissen, dass ich ihnen treu bin. Das Schlüsseljuwel ist sicher verstaut in den Tunneln. Sobald ich es habe, schleiche ich mich in den Keller, schnappe ich mir, was ich tragen kann, und dann geht es nach Hause.
Ach, da ist das Ding. Geht's da oben irgendwo hin? Erstmal wichtig. Speichern. Ach ja, einen Tipp gleich noch, falls ihr den nicht eh schon wisst. Ihr habt hier so gut wie keinen Zeitdruck. Auch wenn es immer heißt, schnell, 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 es gibt keinen Zeitdruck. Phasenspinnematerial, ein Raubtier von der ätherischen Ebene. Ach du Kacke. Dunkler Amethyst. ...125, Alter, fuck! Das kannst du vergessen, da brauche ich eine lange Rast, Alter, damit ich das überhaupt machen kann. Und meine ganzen Dinger wieder. Ach, die bauen jedes Mal woanders die Lager auf. Something the matter. Warum hattet ihr Schmerzen? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden though from Lady Sharp. I can feel her influence somehow. Musste mehr als ihr zugeben wollte, ich hoffe, ihr Zukunft seid ihr ehrlicher. Warum tut Sharp euch so etwas an? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Was löst euren Schmerz aus? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Kann ich irgendwie helfen? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Könnte sein, dass es auf böse Sachen. Ich hoffe, in Zukunft seid ihr ehrlicher. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Verehrung für Shah reden. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Ich habe kein Problem mit Shah-Anhängern, falls euch das besorgt. Wenn ihr Geheimnisse vor mir habt, überlege ich mir nochmal, ob ich mit euch reisen will. Es tut mir leid, ich wollte nicht zu neugierig sein. Kann ich sie überzeugen? Speichern. 5? Das ist jetzt aber nicht viel, das habe ich ja so schon. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Mistress of the Night and Lady of Loss. I assume you've heard of her. Ja, Shah ist vielfach ein schlechter Ruf. Ihr Verehrung ist mancherorts sogar verboten. Frischt mein Gedächtnis auf. My Lady Shah is the Night Singer.
The patron of darkness and loss. Faszinierend, bitte fahrt fort. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Ja, wie genau bekehren Schar-Anhänger die Leute zu ihren Göttern? Klingt seltsam tröstlich, wenn ihr es so ausdrückt. There's comfort, yes. But often there has to be pain beforehand. We tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Ich verurteile euren Glauben nicht. Curious. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Okay, wir gehen. Kann ich da trainieren? Scheinbar. Okay, an der Stelle machen wir dann mal Schluss. Ah, es macht schon sehr Bock. Ich würde am liebsten noch gar nicht aufhören, aber ich will heute noch ein paar andere Sachen machen. Jedenfalls bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Und dann machen wir auch die Spinnenmaterialien kalt. Vielleicht.